Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und ich erzähle dir, was die Woche so in der Raumfahrt abging. Viel Spaß! Wir schauen uns heute in den Senkrechtstarter-News an, was die letzte Woche so gestartet ist, was in Deutschland so abgeht. Und ich kann euch endlich das letzte Woche angeteaserte erste Bild des James-Webb-Teleskops zeigen. Und wir schauen uns natürlich an, was Elon Musk in dem Starship-Update gesagt hat und warum es mich und weite Teile der Community eher enttäuscht hat. Und was meine persönliche Theorie zu dem sehr kurzfristig angekündigten Event ist. Wenn dir mein News-Format gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, genau, abonniere gerne meinen Kanal. Denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche neue Videos über Raketentechnik und Neuigkeiten aus der Raumfahrt. Wenn du meine Videos vorab sehen magst, für alle Kanalmitglieder und Patreons lade ich meine Videos vorab und ohne Werbung hoch. Und Werbung ist ein guter Punkt. Das Video heute wird nämlich von Blinkist gesponsert. Dazu später mehr. Bevor wir mit den Starts der vergangenen Woche anfangen, hier noch ein paar tolle Highlights aus dem deutschen Raum, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Habe ich letzte Woche leider vergessen zu nennen, aber die Rocket Factory Augsburg hat einen coolen Wettbewerb am Laufen. Da könnt ihr Namen für deren Triebwerk vorschlagen. Ziemlich einmalige Gelegenheit. Und ich wüsste keine andere Rakete oder kein anderes Raketentriebwerk, eine Orbitalrakete, das seinen Namen von der Community erhalten hat. Also unbedingt mitmachen. Senkrechtstarter als Namen habe ich schon eingereicht. Aber ich bin mir sicher, ihr kommt noch mit viel besseren Ideen um die Ecke. Und wie cool wäre das bitteschön, wenn deine Namensidee tatsächlich was in den Orbit trägt. Und zum nächsten deutschen Raketen-Startup. Wir haben endlich neue Infos von ESA Aerospace bekommen. Die haben diese Woche eine ganze Ladung an neuen Videos rausgehauen. Verlinke ich euch mit der Quelle hier. Endlich bekommen wir einen Eindruck, wie es bei ESA in der Fertigung aussieht und was für Menschen dort arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verzehre mich nach Infos zur Spektrumrakete von ESA Aerospace. Und vor allem würde ich zu gerne wissen, warum sie Propan statt Methan als Treibstoff einsetzen. Habt ihr dazu eine Idee? Schreibt mir gerne unter dem Video. Bevor wir zu den Starts der vergangenen Woche kommen, hier die angekündigte Werbung. Vielleicht nicht direkt wegklicken, ich finde den Deal ziemlich gut. Hey, hey, ich bin hier bei bestem Hamburger Wetter unterwegs mit dem Kinderwagen. Und mein Leben ganz schön aufregend gerade und Zeit ist knapp und das bringt uns perfekt zum heutigen Sponsor, nämlich der Blinkist-App. Die fasst ja ganze Bücher auf 15 Minuten zusammen, ähnlich zu meinen Episoden, praktisch eine gute Länge, die man gut konsumieren kann. Und ich finde das großartig, weil so kann ich in Bücher reinschauen und mir dann überlegen, will ich dann das ganze Buch noch lesen oder reicht mir eigentlich auch die Zusammenfassung. Besonders cool für mich noch, dass es die meisten Titel auch als Hörbuch gibt. Das heißt, ich kann das auch hören nachts, wenn ich das Kind nicht wecken möchte mit einem Licht oder wenn ich die Hände irgendwie frei brauche. Ihr merkt schon, ich bin davon ganz schön begeistert. Letzte, was ich mir angehört habe, war Project Lightspeed, die Impfstoffentwicklung von BioNTech und wie die das überhaupt so schnell hingekriegt haben. Kleiner Spoiler, die haben an den richtigen Punkten Zeit gespart. Passt ja auch ganz gut zum heutigen Sponsor. Ich, wie gesagt, sehr begeistert von Blinkist App, kann ich euch empfehlen, wenn ihr den Link unter meinem Video benutzt, blinkist.de/senkrechtstarter, bekommt ihr ein 7-Tage-Probeabo und wenn ihr wollt, 25% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft. Wie gesagt, ich kann es euch empfehlen, mein Tipp hier vom Senkrechtvater hat euch gefallen. Jetzt aber zu den Starts der vergangenen Woche. In den letzten News hatte ich schon angekündigt, dass Astra mit der 13 Meter hohen Rocket 3 schon gestartet sein wird, wenn die News erscheinen. Ja, Turbo-Pusteblume. Wir hatten ganze 3 Startversuche letzte Woche von Astra. Ihr wart bis zu 1600 Raumfahrtbegeisterte in meinem Livestream. Völlig crazy. Während der erste Versuch noch vor dem Start abgebrochen wurde, sah am Montagabend alles so gut aus. Die 5 Dolphin-Triebwerke zündeten, aber die Flugsteuerung brach den Start noch auf dem Starttisch ab. Schade Schokolade. Dann kam erstmal der OneWeb-Start von Ariane Spass an Bord einer Soyuz 2.1b. Der Start war am Donnerstagabend um 19.09 Uhr MEZ. Ich war live und wir konnten zusammen die Soyuz in die Wolkendecke stoßen sehen. Also wenn es ein Beispiel für internationale Zusammenarbeit in der kommerziellen Raumfahrt gibt, dann vermutlich dieser Start. Die russische Soyuz, die auf den in der Ukraine geborenen genialen Entwickler Korolev zurückgeht, ist im Auftrag der französischen Ariane Spass von Kourou in Südamerika aus mit Satelliten des indisch-englischen Betreibers OneWeb gestartet. Und die Satelliten wurden von der europäischen Firma Airbus in den USA gefertigt. Der Start und das Aussetzen der 36 Internetsatelliten war übrigens erfolgreich. Das kann man von dem dritten Startanlauf der Rocket 3 von dem amerikanischen Raketen-Startup Astra nicht behaupten. Auch diesen Start habe ich am Donnerstagabend live gestreamt und tatsächlich ist die Rakete diesmal pünktlich um 21 Uhr abgehoben. Während der ersten Stufe lief wohl auch alles nach Plan. Die Kerolox-Rakete mit elektrischem Antriebszyklus, ganz ähnlich zur Electron von Rocket Lab, erreichte eine Höhe von 126 Kilometern und eine Geschwindigkeit von über 4300 Metern pro Sekunde. Das sind etwa 15.500 km/h.
ziemlich ungewöhnlich für eine erste Stufe so viel Delta V in die Rakete zu drücken. Aber wohl das Konzept von Astra. Ich hatte Ineas zu Gast und wir konnten live verfolgen, wie die zweite Stufe nach dem Ausschalten der ersten Stufe, dem sogenannten MECO, für Main Engine Cutoff, unkontrolliert taumelte und letztlich das Bild wegbrach. Wir haben uns das Ganze noch während des Livestreams genauer angeschaut und kamen recht schnell zu dem Schluss, dass, wie man in der Wiederholung sieht, die zweite Stufe in die Nutzlastverkleidung gestoßen wurde. Vermutlich wurde die Nutzlastverkleidung vorher nicht ordnungsgemäß abgesprengt. Ineas und ich haben dann noch gerätselt, ob das Zweitstufentriebwerk vielleicht die zweite Stufe dann durch die Nutzlastverkleidung durchgedrückt hat. Mein Lieblings-YouTuber Scott Manley hat später auf Twitter die für mich plausibelste Erklärung geliefert. Während der Zündung des Zweitstufentriebwerks ist der Gasdruck im Fairing so rapide angestiegen, dass das Fairing letztlich auseinandergesprengt wurde, bevor die zweite Stufe mehr schlecht als recht mit Penihely dann in den Weltraum getrudelt ist. Super ärgerlich. Es hätte eigentlich der zweite erfolgreiche Orbitalflug für Astra werden sollen. Dieser Flug hatte auch 4 CubeSats an Bord, 3 für Universitäten und einen für die NASA. Der Börsenkurs von Astra ist dann fast zeitgleich um 26% eingebrochen, bevor er sich dann wieder gefangen hat. Wir hoffen, Astra kann sich von diesem Rückschlag erholen. Zum James Webb. Was ging denn bitte mit dem News-Video letzte Woche ab? Das hat aktuell 80.000 Views. Das ist mehr als doppelt so viel, wie meine Videos normalerweise geschaut werden. Lag das irgendwie am Thumbnail? Leider konnte ich euch ja letzte Woche das erste Bild des James Webb noch nicht zeigen, sondern nur davon erzählen. Das wurde aber mittlerweile veröffentlicht und zeigt die in den letzten News beschriebene mehrfache Schielansicht des Sterns HD84406. Also jeder der Lichtpunkte ist ein und derselbe Stern, aber von unterschiedlichen Spiegeln auf den Sensor geworfen. Na, hast du nachgezählt? Genau, 18 Stück. Das heißt für jedes der Spiegelelemente einen Punkt. Die werden als nächstes so ausgerichtet, dass es ein scharfes Bild ergibt. Das Bild hatte ich so oder so ähnlich erwartet. Was ich nicht erwartet hatte, beziehungsweise von dem ich nicht gedacht habe, dass es möglich sein würde, wir haben das erste Selfie von James Webb bekommen. Geil, oder? Dieses Selfie wurde mit einer speziellen Linse im Innern der NearCam gemacht. Die ist für die Aufnahmen von Bildern der Primärspiegelsegmente anstelle von Bildern des Weltraums konzipiert. Da sprechen wir auch von Engineering Cams. Diese Konfiguration wird im wissenschaftlichen Betrieb nicht verwendet und dient ausschließlich zur technischen Nutzung und für Ausrichtungszwecke. Und wenn du dich jetzt fragst, warum das eine Segment so hell leuchtet und die anderen nicht, ja, das helle Segment war auf einen hellen Stern gerichtet, während die anderen Segmente derzeit nicht in der gleichen Ausrichtung liegen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich feiere das Bild total. Wir dürfen nicht unterschätzen, was solche Bilder für die Wissenschaftskommunikation bedeuten. Ähnlich wie das Selfie von Percy und Ingenuity. Auch wenn das für Forscher ein total sinnloses Bild sein mag, ein Roboter, der den Blick auf den schönen Mars verdeckt, ja, sind das die Bilder, die Menschen begeistern und zum Nachdenken bringen. Da steht ein menschengemachter Roboter und ein Helikopter auf dem Mars. Oder eben, das ist das Selfie von James Webb und es ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ja, so geht Wissenschaftskommunikation heute. Welche Geschichten erzählen meine Forschung oder womit kann ich auch Unbeteiligte zum Nachdenken bewegen? Die NASA hat das voll gecheckt, bravo. Und wir freuen uns auf mehr und dann hoffentlich bald auch auf tiefe Einblicke in die Anfänge des Universums. Kurz zu China. China hat angekündigt, seine Starts 2022 noch einmal zu steigern. Mit mehr als 50 Starts würde man auch die ambitionierten Startpläne von SpaceX überbieten. Das bringt uns zu SpaceX. Was haben wir nicht lange auf dieses Event gewartet? Es ist fast 2,5 Jahre her, dass es das letzte offizielle Starship-Update gab. Und plötzlich ging alles ganz schnell. Eine Woche vorher ist angekündigt, startete am Donnerstagabend um 20 Uhr nach texanischer Zeit das Starship-Update-Event. Sivan und ich waren um 3 Uhr morgens deutscher Zeit mit fast 600 hartgesottenen Fans live und hingen an jedem Wort und jedem Bild, das uns durch den Livestream erreichte. Elon Musk begrüßte vor der spektakulären Kulisse eines voll zusammengesetzten Starships samt Booster. Das Starship 20 war erst kurz vorher mithilfe der sogenannten Chopsticks auf Booster 4 gesetzt worden, um erneut die größte Rakete aller Zeiten zu bilden. Immerhin fast 120 Meter. Zusätzlich gab es eine brandneue Animation des Starships. Einleitend erklärte Elon Musk erneut, warum Starship und warum daran gearbeitet werden sollte, das Leben dauerhaft auf einen anderen Himmelskörper zu bringen. Weil wir gerade das erste Mal überhaupt in der Geschichte des irdischen Lebens dazu in der Lage sind. Wir sind technologisch jetzt so weit, dass das Leben die Erde dauerhaft verlassen könnte. Das einzige Leben im Kosmos, von dem wir wissen. Und es ist nicht auszuschließen, dass es das einzige Leben überhaupt da draußen ist. Elon Musk sagt, er ist ein Optimist und er will nicht an schlimme Dinge denken, aber allein, dass es sein könnte, dass wir nur jetzt gerade für einen kurzen Augenblick als Gesellschaft dazu in der Lage sind, die Erde zu verlassen, das wäre allein für ihn schon Grund genug, das zu tun. Da muss ich sagen, hat er schon einen Punkt.
Wenn es eine sich selbst erhaltende Stadt auf dem Mars gäbe, würden ihre Bewohner vermutlich alles dafür tun, sie zu erhalten und sich selbst weiterzuentwickeln. Auch wenn auf der Erde etwas Schlimmes passiert. Aber wenn etwas Schlimmes auf der Erde passiert, Asteroideneinschlag, Megavulkan, neues Modern Talking Album, ja, kann es gut sein, dass wir als Spezies nie mehr Raumfahrt betreiben können. Und da früher oder später die Erde definitiv unbewohnbar sein wird, würde das Leben, wie wir es kennen, definitiv aussterben. Zwar in astronomischen Skalen, aber dennoch ist das Ende des bewussten Lebens auf der Erde unvermeidlich. Ein sehr philosophischer Gedanke und ich kann verstehen, dass er Elon Musk zu diesen Plänen motiviert. Und als Geschäftsmann schaut er sich natürlich an, was wäre dafür notwendig und wie viel würde das kosten. Und für ihn ist die einzige Möglichkeit, wie das zeitnah zu schaffen ist, die vollständige Wiederverwendung von Raketen und die daraus resultierenden extrem niedrigen Startkosten. Als Wunschziel nennt er übrigens während der Präsentation 1 Million $ pro Starship-Orbitalflug. Das wäre absurd günstig. Aber seiner Meinung nach definitiv unter 10 Millionen $ pro Start, weil Bau- und Entwicklungskosten über eine große Anzahl von Starts abgeschrieben werden können. Alles keine neuen Ideen und keine neuen Zahlen für jeden, der die Starship-Entwicklung schon eine Zeit lang verfolgt, aber ich führe sie hier trotzdem der Vollständigkeit halber an. Neu für mich waren recht konkrete Zahlenwerte für beispielsweise das Betanken. Die Startinfrastruktur ist in der Lage, in 30 Minuten eine komplette Starship-Rakete neu zu betanken. Das ist absurd schnell. Wir sprechen hier von insgesamt fast 5000 Tonnen Treibstoff in Booster und Starship. Also von einer installierten Pumpenleistung für kryogene, tiefkalte Flüssigkeiten von fast 10.000 Tonnen pro Stunde. Das sind 15 Badewannen pro Sekunde. Einfach um eine absurde Zahl sagen zu können. Die richtig interessanten Infos kamen tatsächlich erst auf die Fragen aus dem Publikum im Anschluss an die Präsentation. Unter anderem von Eric Berger und Tim Dodd, dem Everyday Astronaut. Auf die Frage, wie es um die Flugerlaubnis für das Starship von Boca Chica aussehe, ja, da antwortete Elon Musk ein bisschen kurz angebunden, man ja, hat keinen Einblick in die Entscheidungsfindung der FAA. Es sei weiterhin nicht klar, ob die amerikanische Flugaufsichtsbehörde überhaupt Flüge von der Starbase mit dem Starship für zulässig erklären wird. Das klang schon sehr deprimierend. Sollte es keine Genehmigung geben, werde man sich auf das Cape, die Startinfrastruktur in Florida, konzentrieren. Dort habe man bereits eine Starterlaubnis, aber nur Infrastruktur für die Falcon 9. An der Startinfrastruktur für das Starship werde aber jetzt gerade gebaut. Deren Bau habe in Boca Chica 13 Monate gedauert. Sollte man das Ganze jetzt am Cape erst noch machen, werde dies das Starship-Programm laut Elon Musk ja um vermutlich 6 bis 8 Monate zurückwerfen. Auf die Frage, was mit den alten Bohrplattformen Phobos und Deimos wäre, antwortete Elon Musk, dass sie dieses Jahr definitiv eine Fanginfrastruktur auf eine der beiden Plattformen bauen werden. Und an einer anderen Stelle sagt er, dass Start- und Landeplätze für das Starship in Zukunft in Küstennähe und auf dem Meer sein werden, weil es gerade bei hohen Start- und Landeaufkommen für Menschen in der Nähe einfach auf Dauer nicht zumutbar wäre. Was uns natürlich sehr freut, wir haben zum ersten Mal das ominöse Raptor 2 zu Gesicht bekommen. Die Komplexität wurde im Vergleich zum Raptor 1 dramatisch reduziert und seine Leistung von 185 Tonnen Schub auf 230 Tonnen Schub gesteigert. Und gleichzeitig konnte man die Kosten halbieren. Man sei noch nicht ganz bei der Produktionsrate von einem Raptor-Triebwerk pro Tag, aber bereits bei mehreren Raptor-Triebwerken pro Woche. Und ein Raptor pro Tag sollte in den nächsten Wochen erreicht werden. Raptor 2 sei laut Elon Musk eine komplette Überarbeitung des Designs. Das heißt, wenig sei gleich geblieben. Viele Flanschverbindungen seien durch Schweißverbindungen ersetzt worden und er sagt, dass er Flanschverbindungen eigentlich nicht ausstehen kann, weil sie so viele Probleme machen. Elon Musk sagt weiter, dass seine schwierigsten Projekte aktuell das Full Self Driving von Tesla sind und Raptor 2 von SpaceX. Auf die Frage nach einem Flugabbruchsystem kam die Antwort von Elon Musk, es gebe kein eigenständiges Flugabbruchsystem. Aber gerade für Flüge mit Menschen sei es vermutlich sinnvoll, eins zu haben. Eine Möglichkeit sieht er darin, das Schub-Gewichtsverhältnis von Starship auf über 1 zu verbessern, sodass einer neuen Raptor-Starship-Version die Triebwerke gut genug wären, das Starship vom Booster wegzudrücken. Und jetzt zu dem Thumbnail-Titel. Ja, ich bin schon etwas enttäuscht. Das sind mehr oder weniger alles Dinge, die wir schon durch andere Präsentationen oder durch Twitter-Kommentare von Elon Musk wissen. Vielleicht habe ich mich da zu sehr vorher reingesteigert, aber ich hatte wirklich mehr erwartet. Dass es etwas Gravierendes Neues mitzuteilen gibt. Ganz oben auf meiner Wunschliste natürlich ein offizielles Startdatum. Ja, dass ein Startdatum durch die FAA limitiert ist, machte das natürlich vorab nicht unbedingt wahrscheinlich. Aber es gab, wie gesagt, auch keine großen Durchbrüche zu verkünden. Außerdem war ich von dem neuen SpaceX-Rendering etwas enttäuscht. Bitte jetzt richtig verstehen, ich finde es großartig, dass wir jetzt ein neues SpaceX-Rendering haben, das den aktuellen Stand der Hardware zeigt. Schließlich sieht das Starship ja jetzt und auch vor allem der Booster mittlerweile doch deutlich anders aus als noch auf den letzten Renderings. Und 2022 wäre eine 4K-Auflösung halt auch cool gewesen. Dafür gab es ein paar Flüchtigkeitsfehler, wie zum Beispiel das Fehlen von Triebwerken in Booster bei Minute 1:46. Ich will jetzt gar nicht zu sehr spekulieren, aber ich frage mich ja schon, ob das Event etwas hastig angekündigt wurde und ob vielleicht die aktuell
ja, sogar für SpaceX-Verhältnisse doch etwas viel negative Presse Auslöser war, das Event zu veranstalten. So ein bisschen, um die Stimmung von Mitarbeitern, Investoren und Unterstützern des Starship-Programms zu verbessern. Ja, was wäre da zum Beispiel gerade Negatives bei SpaceX passiert? Also ganz oben auf meiner Liste wäre da, dass es sich ja abzeichnet, dass es keine Starterlaubnis für Boca Chica geben wird. Schließlich ist für jeden ersichtlich, hier wurden immense Ressourcen aufgewendet. Von 1 Milliarde Dollar jährlich ist die Rede. Erstens würde das die beteiligten Arbeiter und das Starship-Team sicher extrem deprimieren, wenn jetzt die Arbeit umsonst war. Und zweitens dürfen wir nicht die Investoren vergessen. Die erwarten, SpaceX werde mit Starlink viel Geld verdienen, was schließlich im letzten Jahr zu einer Bewertung von SpaceX von 100 Milliarden Dollar geführt hat. Als nächstes haben wir den Starlink-Fehl, bei dem wohl 40 der 49 gestarteten Starlink-Satelliten kurz nach dem Start durch ein kosmisches Wetterphänomen nicht ihren Zielorbit erreichen konnten und jetzt, nur wenige Tage nach ihrem Start, in die Atmosphäre eintreten und verglühen. Ja, wer wissen mag, was da genau passiert ist, dem empfehle ich das Video von Scott Manley zu dem Vorfall. Verlinke ich euch hier. Und jetzt gerade am 8. Februar hat sich die NASA in einem offiziellen Schreiben sehr kritisch zu den Starlink-Satelliten der zweiten Generation geäußert. Die sollen noch einmal deutlich tiefer fliegen, unter 400 Kilometern. Neben einer Erhöhung von Kollisionen wird ein möglicher negativer Einfluss auf Radiofrequenzen, Startfenster und wissenschaftliche Missionen als Gefahr genannt. Zusammen mit den gerade verlorenen Starlink-Satelliten und den Oberstufen, die irgendwo einschlagen und dem vielleicht vorerst drohenden Projektende der Starship-Aktivitäten in Boca Chica, ja, wird das alles dazu führen, dass Investoren nervös werden oder zumindest berechtigte Fragen stellen. Meine Theorie wäre also, mit dem Event sollte die Stimmung bei Investoren, der Politik und der SpaceX-Fanbase gehoben werden. Vielleicht war das Event außerdem ein Stück weit für Elon selbst. Denn vermutlich wird ihn ebenso das alles extrem deprimieren. Ihm kann ja nichts schnell genug gehen. So viel zum deprimierenden Teil. Ich habe ja definitiv keine unabhängige Meinung, wenn es um Raumfahrtbegeisterung geht und bin bestimmt auch nicht unparteiisch. Das ist auch nicht mein Anspruch. Ich finde Raumfahrt großartig und möchte möglichst viele Menschen für das Thema begeistern. Begeistert mich das Starship? Natürlich. Und dass es nicht viel Neues gibt, stimmt ja doch nicht so ganz. Die Ideen und Konzepte gab es zwar vorher, aber wie Eric Berger von Ars Technica zu dem Event geschrieben hat, Reden ist billig, Hardware ist teuer. Von mir jetzt mal so frei übersetzt. Da hat er einen Punkt. Da steht der Fullstack fast 120 Meter hoch. Da hängen die 29 plus 6 Raptor-Triebwerke. Das sind keine Animationen. Die Präsentation war vor der Rakete. Ein echter Prototyp, kein Rendering. So nah war die Menschheit den Flügen zum Mars und der dramatisch beschleunigten Erforschung des Sonnensystems noch nie. Ja, das wird vermutlich alles länger dauern, als die Optimisten unter uns gedacht haben. Zähle ich mich dazu. Und jetzt werden die Kritiker natürlich unter ihren Steinen hervorgekrochen kommen. Ja, das hätten sie ja schon immer gesagt und. Soll mir recht sein. Und kommt mir jetzt nicht mit, ja, keine Erwartungen haben und dann wird man nicht enttäuscht. Doch, wir sollten Erwartungen haben und wir sollten träumen und wir sollten versuchen, unsere Träume umzusetzen. Und auch dann, wenn vermutlich alles etwas länger dauert, ich freue mich weiter auf die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt. Und die vorhersehbaren Filme sind ja die, nach denen man auf der Couch sitzt und davon irgendwie deprimiert ist, dass da gerade Lebenszeit draufgegangen ist. Jedoch die Filme, die unerwartete Wendungen haben und die den Protagonisten einmal durch die Hölle schicken und zurück, ja, das sind die Filme, die hängen bleiben und über die man sich mit seinen Freunden austauscht. Ich hoffe, Elon Musk und wir müssen für den Weg der Menschheit zu den Sternen nicht durch die Hölle gehen. Jedoch ab und zu vom Rand einen Blick ins Feuer werfen, macht die Sache vielleicht umso spannender. Ich würde sagen, wir befinden uns gerade in der Starship-Serie mit Saisonfinale und Cliffhanger zur nächsten Staffel. Und wisst ihr was? Ich find's geil. Wenn wir von Zukunft sprechen, ja, kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Am Montag, den 14. Februar um 1.29 Uhr MEZ, am frühen Morgen, startet die indische Raumfahrtagentur ISRO, ein Polar Satellite Launch Vehicle, mit einem Erdbeobachtungssatelliten und zwei Rideshare-Missionen. Am Dienstag, den 15. Februar, startet Roskosmos von Baikonur in Kasachstan eine Soyuz 2.1A samt Progress-Frachter zur ISS. Geplante Startzeit ist 5.25 Uhr MEZ. Am Samstag, den 19. Februar, haben wir noch einen Versorgungsflug zur ISS. Eine Antares 230 Plus startet einen Cygnus-Frachter. Der Start ist mit 18.39 Uhr MEZ zu einer sehr schönen Uhrzeit für uns und dann werde ich den natürlich livestreamen. Und noch ein Start. SpaceX plant für Sonntag, den 20. Februar, einen Starlink-Start von Cape Canaveral aus. Der liegt mit 16 Uhr MEZ auch gut für uns und so werde ich den auch streamen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Start in die Woche. Hier möchte ich mich wieder bei all meinen Unterstützern bedanken, besonders natürlich bei meinen YouTube-Kanalmitgliedern und meinen Patreons. Als Dankeschön bekommt ihr ja meine Videos vorab und ohne YouTube-Werbung. Vielen, vielen Dank, dass ihr mithelft, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Weiter geht hier wieder ein fettes Dankeschön ans Discord-Rechercheteam, die wir immer die News mit zusammengetragen haben. Wenn ihr Lust habt, euch mit anderen Raumfahrtbegeisterten auszutauschen, der Senkrechtstarter Discord hat über 1300 Mitglieder und etabliert sich immer mehr als Dreh- und Angelpunkt für das deutsche Hashtag Team Space. Link zum Discord ist unter dem Video.
Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Episode von Senkrechtstarter und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Ja, ich hoffe, die News heute haben dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.